Grüß euch, Paraguay Live. Wie immer, danke für eure Fragen. Heute nochmal das Modell mit knappen 100 Quadratmeter. Da habt ihr viel gefragt. Bungalow, Walmdach Bungalow. Und ich werde euch heute einige Details zeigen. Da habt ihr, viele von euch, haben halt gefragt. Also, bleibt dran. So, also wir haben grundsätzlich zwei Varianten. Eins ist natürlich Sichtmauerwerk. Es gibt also verschiedene, ich sage mal einfach Klinkersteine. Da seht ihr ein Modell davon. So, das wird typisch das Dach. Die sind Sparren gemacht. Ja, also einfach alles offen. So, da sieht man auch das Holz. So, jetzt wird es, glaube ich, besser. So, das ist die Terrassen, ich sag mal Tür, oder das ist erstmal noch die Öffnung für die Tür. So, hier nochmal das Sichtmauerwerk. Und hier kann ich rausgehen, euch mal nochmal die Sparren zeigen. Ja? Also das ist auch die Standardausführung. Man sieht es, glaube ich, ganz genau. Und da halt die Säulen, die natürlich auch als Sichtmauerwerk gemacht werden. So, da seht ihr auch, daneben wird der Quincho, also der Grillbereich, jetzt fertig gemacht, auch mit dem Walmdach-Bungalow, da kann man ganz gut erkennen. So, und hier das Dach, die Dachziegel, alles ökologisch. Pure Keramik, also von daher sind das alles einheimische, sprich paraguayische Produkte. So, da werden noch zu Revisionsschächte gemacht. Hier die Gehwege, auch aus Naturstein, wird natürlich alles nachher sauber gemacht. Und hier der untere Bereich, der wird noch angestrichen und hier das Sichtmauerwerk. Da kann man genau erkennen. So, hier kann man noch die Sparren sehen, das Holz von der anderen Seite. Hier finde ich auch mit den kleinen Details seht ihr da. Also das sieht einfach, gefällt mir persönlich ganz gut. So, im Bad werden normalerweise so kleinere Fenster eingesetzt. Und hier, wie gesagt, rechts sieht die auch so Standardgröße, also 1,60 mal 1. 10 die Fenster. So, hier könnt ihr diesen Nebeneingangsbereich sehen, die Tür und daneben natürlich auch das Standardfenster. Und hier sieht man noch, wie die Säulen mit Naturstein verkleidet werden. So, dahinter die Wand wird natürlich noch sauber gemacht. Und hier das Dach bzw. Dachstuhl. Hier noch kurz der Sonnenuntergang mit dem Zaun, was ich ja schon vorher, glaube ich, gezeigt habe. Auch Natursteine mit Maschendrahtzaun. Finde ich auch eine sehr
schöne und attraktive Variante. So, dahinter oder rechts im Bild haben sich die Kunden noch für ein Gäste-WC entschieden. Und dahinter ist Abstellraum. So, und hier seht ihr noch die andere Variante des Zaunes, also Maschendrahtzaun. Und runter mit Mauer. Das ist ja auch wichtig, dass die Tiere, Hunde und andere Viecher nicht runterkriechen. Hier nochmal. So sieht es aus. Und da geht ihr auf die andere Seite. So der Zaun über und wird mit Mauer bzw. mit einer Durchsteinen verkleidet, wie man sieht. Hier wird noch der Swimmingpool gemacht mit Fliesen, 1,80 Tiefe, 4 Meter breit und 8 Meter lang. Da kann man noch so einen kleinen Jacuzzi-Bereich erkennen und hier die Treppe, das ist natürlich jetzt alles Rohbauzustand bzw. noch nicht fertiggestellt. So, da ist eines der Schlafzimmer. Wunschfarbe vom Kunden. Und so sieht es aus. Und zum Schluss kommen dann die Fenster. Aber man kann es hier mit Details auch erkennen, wie die Fliesen sauber und korrekt verlegt wurden, beziehungsweise auch die Anstriche ist, glaube ich, einwandfrei. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und so sieht man, glaube ich, besser. Und eure Fragen bezüglich des Details des Hauses etwas zeigen, etwas näher bringen. Falls ihr so ein Haus von knappen 100 Quadratmeter wünscht, einfach anrufen oder anschreiben. Alles gebe ich in der Videobeschreibung beziehungsweise unten, damit ihr einfach den Kontakt halten könnt, falls ihr Fragen habt bezüglich des Hauses und vor allem der Kosten. Die Kosten sage ich ja bewusst nicht, weil die ändern sich ja ständig. Ja? Aber ihr könnt mit dem Haus mit Grundstück inklusive Schlüsselfertig Stand März 2022 ungefähr mit 70.000, 80.000 Euro rechnen. Ja, also schlüsselfertiges Haus inklusive Grundstück. Ihr müsst natürlich noch Nebenkosten rechnen, plus Außenanlagen, plus Garten etc. Also von daher müsst ihr ungefähr mit den Kosten von ca. 100.000 Euro schon rechnen, damit man natürlich nicht immer wieder die Fragen beantworten muss. Also Paraguay ist preiswertes Land mit schönen, guten, freundlichen Menschen, aber es ist kein Billigland. Ja, also man kann es hier wirklich alles tun und man kann vorankommen, wenn man natürlich auch den Kopf benutzt und das Grundstück wie hier an die richtige Stelle wählt. Also, bis dahin, mach's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also teilt das Video. Ich gebe euch natürlich wie immer die die empfehlenswerten Videos aus unserem Kanal. Falls ihr Fragen habt, immer anrufen. Gerne. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.